Hallo, herzlich willkommen. Heng Bulha Cipcio, Heng Bulha Cipcio. Ich freue mich sehr, dass du da bist beim Podcast Dancing Buddhas, dein Podcast für Love and Compassion. Ich bin Denia Rositzki mit Dharma-Namen Gakdok. Ich bin Äbtissin der Junwa-Meditationszentren Hamburg-Junwa-Dharmasar und Mallorca-Junwa-Dharmasar, der Junwa-Sangha of World Social Buddhism. Ich bin Reiki-Meisterin und Lehrerin im Reiki-System Usui Shikiryuho und Lehrerin für Hawaiian Bodywork, hawaiianische Massage. Ich gehöre zum Vorstand der Buddhistischen Religionsgemeinschaft Hamburg, der BRG, und zum interreligiösen Frauennetzwerk Hamburg. In dieser Episode teile ich mit dir ein ganz schönes Interview mit Philipp Andriopoulos, Ansong. Philipp gehört zur Young Sangha of World Social Buddhism, hat das Griechenland Junwa Dharmasar mit aufgebaut, ist Abt dieses buddhistischen Zentrums und ein Disciple von Jikwang Nipopsanem. Philipp spricht unter anderem darüber, was für ihn der soziale Buddhismus bedeutet und warum es so wertvoll ist, einen Meister, eine Meisterin zu haben. Viel Spaß und wertvolle Erkenntnisse. Dann begrüße ich ganz herzlich hier im Podcast Philipp Andriopoulos. Ansong heißt du? Ne? Genau, genau. Bitte stell dich doch mal vor, wer du, was du so machst und wer du so bist. Ja, genau, ich bin Ansong. Jejanim ist mein Dharma-Name. Mein Name ist Philipp Andriopoulos. Ich komme ursprünglich aus Wien, bin jetzt gerade nach Berlin gezogen. Ich bin verantwortlich in der Sangha für das Projekt Young Sangha. Mhm. Und sonst engagiere ich mich so ein bisschen für Online-Marketing im Bereich für die Sangha und arbeite als Markenstratege. Da helfe ich Unternehmen, ihre Geschichten zu erzählen. Ah, cool. Und das hast du ja nicht immer gemacht. Du hast ja früher, glaube ich, auch noch andere Berufe gehabt. Ne? Magst du sagen, was? Klar, klar. Na, ich habe ursprünglich angefangen im Filmbereich. Also habe auch in Boston und in New York Film studiert ursprünglich und Visual Art. Und bin dann eigentlich über das Filmemachen, also anfangs war das so, da wollte ich eigentlich Filmregisseur werden und wollte mich so künstlerisch verwirklichen. Und dann bin ich zurück nach Österreich und habe so an Filmsets gejobbt und so weiter und habe als Brotjob nebenbei für Unternehmen auch Filme gemacht. Und ja, irgendwie nach einer Zeit hat mir das eigentlich, war das für mich befriedigender. Also es, klar, ist mehr Geld da für das natürlich, aber auch irgendwie so das Gefühl zu haben, ich mache da was Handfestes für ein Unternehmen, das wirklich einen konkreten Nutzen hat, das für die viel Benefit hat. Ich meine, die Kunst ist natürlich auch sehr wichtig in der Gesellschaft. Aber genau, das hat mir irgendwie mehr Freude bereitet. Mhm. Und dann Schön. Bin ich so über die Filme in Social Media gekommen, habe da eigentlich über Food Content, also Kochfilme zum Beispiel, bin ich da immer mehr in Social Media und dann eigentlich über Social Media jetzt so in der Markenstrategie angekommen. Also wo ich im Endeffekt mir mit einem Unternehmen überlege, okay, wie wollen die ihre Geschichte erzählen, wie wollen die ihre Kommunikation gestalten? Und dann ist meistens, geht es dann eh in Richtung Social Media und Online-Marketing, was kann man da für Maßnahmen setzen und so weiter. Ja, super, cool. Und wo bist du eigentlich aufgewachsen? Am Rande von Wien, eigentlich Pertolsdorf-Mödling, also eine Übersiedlung da dazwischen. Das ist so im Süden von Wien, das ist sehr nett gelegen, da ist der Wald in der Nähe. Man ist aber irgendwie noch so in der Nähe vom Stadtgebiet, also du kommst in 45 Minuten bist du im City Center. Sehr, sehr nett. Ja. Ja, schön. Und da hast du dann die ganze Zeit gelebt? Außer einmal warst du in Boston, hast du gesagt. Genau, in Boston habe ich studiert. Ich war also aufgewachsen dort draußen, bis ich so 14 war. Dann war ich in Wien. Dann war ich 2 Jahre in New York. Da habe ich eine Filmschule gemacht. Und dann war ich, 3, 4 Jahre in Boston. Genau, da habe ich so ein Dual-Degree gemacht. Das war zum Teil
Visual Art, also da auch viele Filme gemacht und so, und auch mich mit japanischer Kultur und Dramaturgie, also auch Theater und so beschäftigt. Naja, spannend. Ja, sehr viele Sachen, mit denen du dich beschäftigt hast beruflich. Ne? Voll, ja. Ja, spannend. Wie bist du eigentlich zum sozialen Buddhismus gekommen? Über meinen Bruder. Also mein Bruder, seine mittlerweile ja, Ex-Ex-Ex-Freundin, glaube ich, die hat ihn zum Buddhismus gebracht und ist auch jetzt noch eine ganz liebe Freundin. Und ja, ich weiß nicht, die beiden haben, also Niki war irgendwie sehr früh schon da auch überzeugt davon, hat sich das angeschaut, ist ins Kloster gefahren. Die beiden haben dann immer von den Pops einem erzählt, von den Retreats, die sie machen. Und das hat mich grundsätzlich immer schon interessiert. Also auch so, ich weiß nicht, mir hat schon als Kind hat mir schon so die asiatische Ästhetik gefallen. Also so wie Tempel ausschauen, Buddha-Statuen und so, das irgendwie vertraut. Und genau. Und eigentlich über sie dann, wobei es erst den richtigen Zeitpunkt gebraucht hat dafür. Also ich war am Anfang eher so ein bisschen so, ja, klingt ja ganz nett, aber ich bin mir nicht sicher. Also es ist irgendwie so die Institution einer Religion oder auch beim Meister war ich mir am Anfang jetzt nicht so sicher, ob das für mich ist oder ob, woher würde ich dann wissen, dass das wirklich passt? Ja, war mir nicht sicher. Und wann hast du gemerkt, dass es passt? Naja, das war eine Reise dahin. Ja, du, wie bei jedem von uns, ne? Wir haben alle so, man hat starke Konzepte oder man hat so das Gefühl, wie man denkt, dass das Leben funktioniert oder wonach man sucht, was man will. Und bei mir war es eigentlich so, dass das war fast das Ende von meinem Studium und es ist eine langjährige Beziehung, ist zu Ende gegangen. Und da waren einfach, ich habe so viele Erwartungen gehabt an diese Beziehung. Also ich habe mir so mein weiteres Leben vorgestellt, wie das sein würde. Und dann auch, es war auch der Grund, warum ich dann aus Boston zurück nach Wien bin. Und das hat nicht geklappt. Und dann war irgendwie so viel Raum da. Also das ging zu Ende, die Erwartungen damit waren auch weg und ich war gerade mit dem Studium fertig, habe noch nicht gewusst, was ich arbeiten werde, wie ich mich da weiterentwickle und dann stehst du irgendwie so da und das ist so alles und nichts irgendwie. Und zu dem Zeitpunkt, ja klar, das war dann auch irgendwie so Ende der Beziehung, dann suchst du halt auch so nach etwas, wo du dich so ein bisschen mit dir beschäftigen kannst und schauen kannst, ob du nicht irgendwie das vielleicht noch retten kannst oder ob es was zu lernen gibt und so. Ne? Und dann haben wir uns, also anfangs noch mit dieser Ex-Freundin, war ich das erste Mal bei einer Einführung im Wiener Zentrum und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also ja, okay, naja. Also was mir schon, also so die... Ich weiß nicht, es waren so viele Regeln, es waren so viele, es war irgendwie sehr viel auf einmal. Und was mir aber total getaugt hat, war der Raum. Mhm. So die Bilder vom Kloster, das Bild von der Popsanim, der Buddha war sehr cool. Das ist so ein riesiger, also riesig nicht, aber großer goldener Buddha, der schön ausstrahlt. Und ja, und irgendwie haben wir dann gedacht, okay, die Beziehung ist zwar zu Ende, aber ja, ich könnte mir das ja mal anschauen. Also es ist ja nichts verloren, wenn ich einfach mal dahin gehe und sage, okay, ich probiere es mal so einen Monat oder so. Schauen wir mal, was das bringt. Und das war dann sehr, sehr cool. Also ich habe wirklich am Anfang, ich glaube, ich war zum Teil fast bei jeder Praxis dabei. Also ich habe das auch gebraucht, das war so mein Ruhepol in der Zeit, in dieser Trennungszeit. Dann so die Entspanntheit in der Meditation, das habe ich irgendwie in der Zeit gebraucht und das hat mich aufgebaut. Aber ich habe auch gemerkt,
Und das war sehr spannend, weil ich habe davor immer das Gefühl gehabt, wenn ich so in einer Situation bin, wo jetzt zum Beispiel ein Streitgespräch ist oder ein Konflikt oder so, dass ich so meinen Emotionen komplett erlegen bin. Also ich konnte da eigentlich, ich war nicht mehr bewusst Herr meiner selbst. Also ich bin einfach in der Emotion mitgegangen und war dem ausgeliefert auf eine Art und Weise. Und durch die Praxis habe ich gemerkt, dass es auf einmal mir in diesen Situationen gelingt, irgendwie dahinter zu gehen. Also dass ich kann die Emotionen wahrnehmen, ich kann verstehen, was in der Situation ist und ich kann mich dann tatsächlich auch dazu entscheiden, vielleicht etwas anders zu machen als sonst oder dem eben nicht zu erliegen. Und das war irgendwie schon relativ früh, habe ich gemerkt, dass sich da irgendwie was getan hat. Also ich konnte es noch nicht wirklich genau definieren oder so. Aber das war sehr spannend. Was genau hast du dann anders gemacht? Naja, ich konnte mich von meinen Ängsten besser separieren. Ich konnte gefasster handeln. Also ich war eigentlich aus der Emotion draußen bleiben und eher so sehen, so okay, akzeptieren, das ist die Situation, du kannst es jetzt nicht ändern. Und eher auch, vielleicht auch einfach, eher das, was ich nicht getan habe, also das einfach auszuhalten, das darf einfach mal sein und es muss nicht mehr, ich muss nicht nach irgendetwas greifen oder nach irgendetwas drängen. Naja. Spannend. Und hast du früher irgendwie das Gefühl gehabt, dass irgendetwas Entscheidendes fehlt in deinem Leben? Hast du so ein Gefühl irgendwann mal gehabt? So? Ja, voll. Also das war gerade so, sage ich mal, die Endzeit von meinem Studium, da hat mich die Sinnfrage sehr stark beschäftigt. Also ich hatte viele Kurse, die sich so beschäftigt haben mit was gerade in der Welt geschieht. Also die Umweltprobleme, die gesellschaftlichen Probleme, die Länder, die ausgebeutet werden. Also ich war auf einem Liberal Arts College und da hast du natürlich auch viele Kurse, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Und das hat mich irgendwie sehr, also ich habe so gehofft, dass es irgendeinen Sinn gibt. Und irgendwie habe ich ich war ein bisschen am Zweifeln an dem Sinn von allem, weil ich es nicht verstehen konnte, was ist der Sinn hinter all dem? Warum müssen all diese Menschen leiden? Warum ist die Welt so, wie sie ist? Warum, ja, viele Fragen im Endeffekt, die damit verknüpft sind. Und weil ich mir auch irgendwie so gedacht habe, so okay, was ist der, ich brauche mehr, ich will mehr vom Leben als jetzt einfach nur, okay, wir vegetieren halt dahin, es ist alles nur Biologie. Irgendwie brauche ich mehr, um glücklich zu sein. Hast du eigentlich bisher mal andere spirituelle Praktiken ausgeübt oder kennengelernt? Jetzt vielleicht nicht direkt spirituelle Praktiken, aber also meine Mutter hat eine zum Teil psychologische Ausbildung und da sage ich mal, also die Beschäftigung mit Sinn, was ist Spiritualität, was ist Gott, wozu bin ich da, die war immer schon irgendwie so präsent, aber jetzt nicht aus einer bestimmten Richtung heraus. Ja, sonst, ich weiß nicht, also ich habe mal Yoga gemacht oder so, aber das hat mich nie ich habe es nie auf einer spirituellen Ebene wahrgenommen. Okay. Ja. Was ist denn für dich Spiritualität? Für mich meinen Sinn erkennen und den eigentlich Tag für Tag leben. Schön. Ja. Und was ist dir wichtig im Leben? Zum jetzigen Zeitpunkt? Naja, es sind
Also ganz einfache Dinge, wie es wahrscheinlich für jeden irgendwie so ist, dass es der Familie gut geht, dass es in der Beziehung gut geht, dass man Arbeit hat, also so diese Basics. Und darüber hinaus, ne, ist es mein großes Bedürfnis, ein Teil davon zu sein, dass der Buddhismus größer werden kann. Also da einfach, und das muss jetzt kein Riesending sein, aber einfach für die Leute, die sich dafür interessieren, da zu sein, die gut abzuholen, ja, ob jetzt als quasi Abt in Griechenland oder als jemand, der etwas mit der Young Sangha macht. Genau. Das ist, also wenn es ein Lebensziel gibt, dann ist es das, klar. Also den Dharma zu verbreiten, dafür einzustehen. Ja. Vielleicht erlangt man noch die Erleuchtung dazu, aber mal sehen. Vielleicht braucht es auch noch ein paar Kalpas. Ja, ein Ja. paar Kalpas, genau. Kalpas sind Weltzeitalter, ne? Genau. Du hast ja vorhin gesagt, dass du schon mal so eine schwierige Phase hattest mit einer Beziehung und dass du letztendlich dann darüber auch dann auch zum Dharma gefunden hast. Hattest du noch andere schwierige Phasen in deinem Leben und was hat dir da hindurch geholfen? Ja. Naja, also ich würde generell sagen, ich habe sehr viel Glück gehabt im Leben. Also ich habe jetzt keine wirklich großen Krisen oder wirklich schlimmen Sachen erlebt. Also wenn man das jetzt irgendwie so vergleicht mit was man so aus dem Freundeskreis oder von Bekannten kennt. Aber ja, also Personal Challenges waren sicher auf der Beziehungsebene, also da diese Beziehung zum Beispiel, die da zu Ende gegangen ist, oder ich hatte mit 7 so eine Knochenzyste im Oberschenkelknochen. Ja, das ist halt auch nicht lustig als Kind, wenn du dann nicht Sport machen kannst und wenn du so einen Liegegips hast für ein halbes Jahr. Aber ich sage jetzt mal, alle Sachen, die, das ist jetzt nicht dramatisch, also das sind jetzt so, schätze ich mich trotzdem ziemlich glücklich, wie ich aufgewachsen bin und was mir erspart geblieben ist, was anderen nicht erspart war. Also ich glaube, dass jedem passieren im Leben Dinge, und es geht einfach oft darum, dass man, also das war lustigerweise ein Blogartikel, den wir gerade entwickeln für den Jungmasanga-Blog, da ging es um Happiness. Und eine schöne Kernaussage daraus war, es geht nicht darum, dass du keine Probleme hast, sondern es geht einfach nur darum, wie du das siehst, also wie du deine Probleme wahrnimmst. Und das ist schlussendlich auch, denke ich, ein sehr wichtiger und zentraler Gedanke aus der buddhistischen Lehre. Ja, super. Seit wann praktizierst du eigentlich? Weißt du das Jahr noch? Das war 2012, habe ich glaube im Februar habe ich begonnen. 2012 im Sommer war dann auch mein erstes Retreat auf Hawaii. Ja, super. Und du hast ja die junge Sangha gegründet. Das Das ist warst du, lustig, ne? dass, nein, 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 das ist lustig, dass du das so sagst. Das war interessanterweise, war das keiner von den Jungen. Das Nein. war, ja, das war eine Idee von ein paar Disciples, Ach. die dann zusammen mit dem Wiener Zentrum gesagt haben, so, hey, es wäre doch cool, da gibt es ein paar junge Leute, vielleicht wollen wir denen anbieten, dass die einen Abend Praxis halten Ah können. ja. Und das war eine sehr coole Sache. Und Also wann wir war haben das? das war 2013. Ah ja. Und das Also war wir jetzt auch haben der acht. Ursprungsgedanke dazu, also dieser Gründungsgedanke. Es war der, ich würde, das war nicht der Gründungsgedanke, das war aber das Framework, das uns ermöglicht hat, sage ich mal, eine Art Gründungsgedanken zu formen. Oder halt zu merken, bei uns war es so, ich denke, dass wir sind davor einfach viel seltener in die Praxis gegangen. Ach Also es so. war für uns, dass Also ein wir geschicktes dieses, Mittel sozusagen. ja, absolut, das ist es, ja. Ich meine, das ist auch die Young Sangha in general, ist ein geschicktes Mittel,
weil es einfach darum geht, die Leute ein Stückchen näher abzuholen, eine Brücke zu schaffen. Ich meine, ich finde auch schon, das ist ja auch schön, dass wir so viele Damasas haben, obwohl wir jetzt keine so riesige Sangha sind. Aber es hat jedes Damasa hatte so auch seine eigene Tonalität. Die Leute, die durch persönliche Beziehungen dort angesprochen werden, dorthin kommen. Und genauso ist es mit der Young Sangha auch. Das ist eine andere Generation. Da wird ein bisschen anders kommuniziert. Das sind so Feinheiten, aber das macht es für Leute einfach den kleinen Schritt einfacher, den Zugang zu finden. Ja, super. Und das haben wir dann auch gemerkt. Also wir waren dann einfach, gerade in der Anfangszeit waren wir jede Woche da. Wir sind dann auch noch essen gegangen, haben dann so unser Stammlokal gehabt. Hat sich so eine Community geformt. Okay, super. Und wenn jetzt Menschen oder junge Leute gerne Kontakt aufnehmen würden zu euch, zur jungen Sangha und sagen, oh ja, das finde ich ja spannend und wie können sie da Kontakt zu euch aufnehmen und seid ihr auch offen für junge Leute aus anderen Städten? Wie funktioniert das? Genau, also was jetzt mal auf jeden Fall für alle geht, ist, dass man zum Young Sangha Retreat kommt. Also dass wir machen einmal im Jahr ein Retreat. Das wird dieses Jahr, wenn es geht, zu reisen, wird es in Griechenland sein. Und darüber hinaus haben wir, also wir haben in Deutschland ein paar Kontakte, wir haben in der Schweiz einen Kontakt und sonst ist der Kern der Young Sangha in Wien. Also da gibt es eine Kerngruppe, die wirklich regelmäßig praktiziert. Und sonst sind wir halt gerade so am Schauen, dass wir das in anderen Damasas auch unterstützen und aufbauen. Genau. Also wenn wer Interesse hat, am besten auf mich kontaktieren. Die E-Mail wirst du, denke ich, in den Shownotes wahrscheinlich einblenden. Genau, die werde ich dann reinschreiben, genau. Genau. Ja, das ist super. Und du hast ja auch das Griechenland, oder sagen wir mal so, du bist ja Abt vom Griechenland damals, einer der Äbte. Ihr seid ja zu dritt oder zu zweit? Wir sind, naja, es ist ein Familienprojekt. Ja. Das ist meine Mom, mein Bruder und meine Schwester sind da mit dabei und jetzt mittlerweile meine Verlobte, die Miriam auch. Ja, ja. Und ja, also ich meine, ist lustig, dass du sagst, also ich habe jetzt noch nicht das Official-Zertifikat bekommen, weil man ja nicht nach Hawaii reisen kann. Ja, ja, klar. Aber ich denke, es wird einmal so sein, eben, dass ich da Abt bin und die Miriam Vize-Äbtin. Genau, aber es ist ein Familienprojekt, wo jeder mithilft, wo jeder mit dabei ist. Genau. Sehr schön. Wann habt ihr das eigentlich gegründet oder wann war der Gedanke dazu, in Griechenland ein Damasa aufzubauen und wie ist es entstanden? Also ja, hattet ihr die Idee so, das wäre mal cool, in Griechenland ein Zentrum zu haben oder wie seid ihr auf die Idee gekommen? Naja, es irgendwie hat so eins zum anderen geführt. Also es war zuerst, dass mein Vater hat schon jahrelang nach ein Stück Land in Griechenland gesucht, wo er dann mal in der Pension leben kann. Und meine Eltern sind schon lange getrennt, aber sind gut befreundet. Und er hat dann ein wunderschönes Grundstück gefunden in Mani, das ist im Süden von Peloponnes. Das ist, kann man sich so vorstellen, du hast die Berge im Rücken, der höchste Berg, der Thaiathos, ist 2300 Meter hoch, also wirklich hohes Gebirge. Und dann ist das quasi so eine Bucht, die da rausgeht, also das Meer und Berg zusammen. Und der hat dann uns gesagt, hey, wollt's nicht auch, neben mir gibt es noch ein Grundstück, das ist ein gutes Angebot, wollt's nicht auch investieren? Ja, und so hat irgendwie eins zum anderen geführt, dann haben wir mal das Grundstück gekauft gehabt, dann entstand irgendwie so die Vision von einem gemeinsamen Ferienhaus dort, wo man jedes Jahr hinfahren kann.
Und so war dann irgendwie auch bald der Gedanke da gerade, da gab es irgendwie gerade so die Griechenland-Krise, wo man sich so gedacht hat, ja, okay, vielleicht so ein bisschen Buddha-Energie könnte auch nicht schaden in Griechenland. Und dann haben wir den Papst gefragt, ob wir das machen können. Und dann war das haben wir das Haus dann auch entsprechend so geplant, dass da ein Dharmasaal sein kann. Super. Und da fand ja auch schon mal ein Retreat statt, ne? Genau, das erste Mal Oder jetzt mehrere letzten sogar. September. Wir haben, das Haus ist erst, sage ich mal, beziehbar seit circa einem Jahr, ein bisschen weniger noch. Und davor haben wir es immer in einem Hotel gemacht. Das war so eine nette Bucht, ein Hotel am Strand. Die haben einen eigenen Strand, Privatstrand dazu gehabt. Und das erste Retreat wirklich im Dharmasaal war letzten September. Ah, schön. Und super. Da haben wir also ein großes Zelt aufgebaut oben auf dem freien Platz, als Blick aufs Meer. Also es ist ein netter Platz für ein Retreat. Super, sehr schön. Ja, lohnt sich bestimmt mal, ein Retreat mitzumachen. Genau. Gab es, Hindernisse auf dem Weg? Also ich nehme an, Corona ist jetzt natürlich das größte Hindernis, ne? Dass man da nicht hinreisen konnte oder kann vielleicht auch immer noch. Na, ich weiß nicht, wie die Bestimmungen im Moment sind. Und ja, naja, Griechenland hatte lange Zeit ziemlich Glück, weil es gibt eine These, dass die hatten vor Jahren wurde jeder Tuberkulose geimpft. Und es gibt eine Theorie, dass das zum Teil die griechische Bevölkerung ein bisschen besser vorbereitet hat auf Corona. Und die hatten eigentlich bis zur dritten Welle hatten die sehr geringe Zahlen. Also es war, ist auch nach wie vor eigentlich in dem Bundesland, wo das Dharmasaal ist, sind sehr wenig Fälle. Und es ist erst jetzt so ein bisschen in die Höhe gegangen. Aber man kann schon ab 14. April öffnen sie es schon, dass man nicht mehr in Quarantäne muss, wenn man dort einreist. Cool. Aber ja, aber muss man, klar, man muss noch schauen, wie sich die Situation sonst weiterentwickelt fürs Young Sangha Retreat. Also Young Sangha Retreat Ende August. Ende August, okay. Und im September ist dann auch nochmal Greece Retreat. Und wir werden, denke ich, so Ende Mai, Anfang Juni, werden wir schauen, wie die Lage ist und dann nochmal ausschreiben, ob das stattfinden kann, das Young Sangha Retreat. Ja, genau. Also wer da Interesse dran hat, der nimmt einfach mit dir Kontakt dann auf, ne? Yes. Und sieht das dann natürlich in den Shownotes. Genau. Was bedeutet es für dich eigentlich, eine Meisterin zu haben? Was denkst du, ist der Wert daran? Naja, also die Meister-Schüler-Beziehung ist eigentlich das Wertvollste, was man haben kann, für mich. Was ich daran so schätze, ist, dass es einfach, es gibt niemanden, der dir so, ein Meister ist ein Spiritual Guide, der kann dir einen Satz sagen, der dich quasi in die richtige Richtung pusht, wo du sonst nie drauf kommen würdest. Ein Meister spiegelt dir, wer du bist, wie dein Emotional Status ist, wo du deine Themen hast. Das ist im Endeffekt wie bei einem Lehrer in einem, egal welchen Bereich. Der Meister hat das erlangt, der Meister hat eine Wahrnehmung, die wir jetzt gar nicht nachvollziehen können und ist dadurch möglich, dich zu leiten. Also wirklich ein Guide zu sein. Und ja, also ich kann nur sagen, für mich nur sagen, in allen sämtlichen Lebensbereichen fühle ich mich sehr glücklich, dass ich immer wieder meine Meisterin bei der Seite hatte und dass ich da Entscheidungen besprochen habe und Feedback bekommen habe, das unglaublich wertvoll ist. Ja. Ja, ich sehe das ja genauso. Aber es gibt natürlich auch viele junge Leute gerade auch, aber nicht nur, die sich nicht abhängig machen wollen in Tüttelchen. Ne? Mhm. Also von einem anderen Menschen, die es im Grunde genommen in sich selber oder durch sich selber erlangen wollen. Ne? So ihr höheres Selbst zu
ja, erlangen, so, ne? Und was sagst du zu diesen Menschen dann, wenn sie dann sagen, ja, nee, ich möchte mich nicht abhängig machen oder so, was erwiderst du dann? Ja, da muss man ein bisschen, also zum einen, auch wenn du einem Meister folgst, heißt das nicht, dass du deine Verantwortung abgibst. Also das wäre irgendwie, wäre schön, wenn man das machen könnte, wenn man sagen würde, hey, ich gebe die Verantwortung ab, der Meister sagt, was ich tun soll und passt schon. So ist es nicht. Du musst sehr wohl an dir selber arbeiten, du musst reflektieren, du musst für dich selber entscheiden, dass du diesen Weg gehst und auch, dass du diesen Meister akzeptierst. Also das ist immer deine Entscheidung und ich entscheide jeden Tag für mich, was ich tue und wie ich das gestalte und wie ich auch den Rat meines Meisters folge. Das heißt, da ist sehr viel Eigenverantwortung auch in dieser Meister-Schüler-Beziehung. Und das andere ist, glaube ich, dass man verstehen muss, dass gerade die Meister-Schüler-Beziehung im Buddhismus einen asiatischen Background hat. Also dass es kulturell anders ist als im Westen. Also du hast du hast zum Beispiel in Japan, da ist jeder ältere Mensch, jeder, der eine hohe Position hat, jeder, der in etwas wirklich, wirklich gut ist, wird extrem respektiert. Der wird gewertschätzt und respektiert für das, was er erreicht hat, das, was er erlangt hat. Und es ist auch nicht, es ist in dieser Beziehung auch nicht selbstverständlich, dass dann jemand, der dieses Level erreicht hat, dass der sagt, ja, okay, ich zeige dir, wie es geht. Also es gibt auch Meister, die jetzt gar nicht unterrichten wollen zum Beispiel. Und das kann jetzt sein in Japan traditionell, wenn man jetzt sagt, okay, es gibt den Schwertmeister, es gibt den Blumensteckmeister, was weiß ich. Oder im Buddhismus gibt es ja die Geschichte von Hega, dem zweiten Patriarchen, der von Bodhidharma lernen wollte. Das ist der Begründer des Zen-Buddhismus in China. Und der hat sogar seinen Arm abgeschnitten, damit er von Bodhidharma lernen kann, weil der Bodhidharma gesagt hat, na, ich nehme keine Students. Das heißt, das ist kulturell anders dort. Das ist eine große Ehre, dass ein Meister dich überhaupt akzeptiert. Das ist eine sehr spezielle Sache, dass auch ein Meister es sich zur Aufgabe macht, in einem Leben wirklich das zu vermitteln und quasi dieses Wissen weiterzugeben. Also das wird oft halt, denke ich, in der westlichen Gesellschaft anders gelebt. Und für mich war das eigentlich immer schon so, also ich habe viel Taekwondo gemacht, wie ich jung war. Ich habe auch so Martial Arts Filme geschaut und diese Dinge, da war für mich immer so ein Bezug da. Was aber für mich gleichzeitig auch da war, wie ich schon am Anfang gesagt habe, für mich war das auch weird. Also dass jetzt mein Bruder und seine Freundin anderen von den Popsim reden oder vom Kloster so viel erzählen und da irgendwie so, das ist heutzutage, sage ich mal echt, also es ist nicht in Fashion, dass du über von einer Informationssource so viel Wahrheit beziehst. Das wirkt sofort wie Fanatismus oder als ob du jemanden blind folgst. Und das ist es halt genau nicht, weil der Meister ist jetzt kein Diktator. Der sagt ja nicht so, okay, du musst das, das und das machen und wenn du das nicht machst, weiß nicht, wirst du bestraft oder was. Nein, der Meister ist eher so, und das war eigentlich auch ein schönes Sutta von den Popsanen, wo der Popsan das so beschrieben hat, der Meister ist wie eine Vogelmutter, die einem Küken versucht, Fliegen beizubringen. Und der Meister kann es vorzeigen, wie es geht zu fliegen, aber das Küken muss das selber lernen. Und da fliegt man vielleicht einmal auch aus dem Nest raus oder fällt runter, aber der Meister ist immer da oder die Vogelmutter ist immer da, um das Küken wieder zu beschützen und wieder zu helfen, da den Weg zu finden. Also ja, da ist wahnsinnig viel Selbstentfaltung und Selbstverantwortung in diesem Weg. Du musst ihn selber gehen, es kann dir nur jemand die Tür zeigen und natürlich, ich würde jedem raten, der bevor er sich auf einen Meister einlässt, dass er sich das wirklich ganz, ganz genau anschaut.
Also ich wäre auch nie zu The Pop Sound gekommen, wenn ich The Pop Sound nicht vorher, also wenn ich nicht den Schritt gemacht hätte, dass ich sage, okay, ich schaue mir das an, wo ich dann gemerkt habe, okay, Praxis bringt was. Und das war, was für mich ein Riesenmoment war, dass nach 3 Monaten Leute zu mir gekommen sind, so enge Familie, Freunde, so, hey, was machst du? Irgendwas hast du anders gemacht. Irgendwie bist du cooler drauf, du bist empathischer, du bist weniger egoistisch in Situationen, wo du sonst warst. Und ich war so, wow. Ist mir selber nicht aufgefallen, aber ich habe mir dann gedacht, so, okay, wow, das ist, also wenn das ein Beweis, wenn was ein Beweis ist, dann ist das ein Beweis. Cool, cool. Und genauso denke ich, muss man es für sich selber mit jeder Praxis schauen, bringt das mir was oder nicht? Genau. Und es muss dir was bringen, sonst warum machst du es? Und genauso mit dem Meister. Also da kann ich auch nur sagen, schau, sich anzuschauen, okay, was sagt der Meister, warum sagt der Meister das? Und mit dem so eine Weile lang mal mitzugehen und zu schauen, wie sich das quasi manifestiert. Weil dann kann ich kann eigentlich auch sehr empirisch an die Sache rangehen. Ich kann sagen, okay, ich beobachte das, ich mache eine Beobachtung über einen Zeitraum, der Meister ratet mir etwas, trifft das ein, wenn ich dem mit vollem Effort, also mit voller Hingabe folge. Das ist natürlich schon auch ein wichtiger Faktor dieser Meister-Schüler-Beziehung, dass du schon auch, also klar, Zweifel dürfen da sein, Zweifel sind wichtig, weil du viel daraus lernen kannst, aber die Hingabe muss schon auch gegeben sein, weil das eben, das beruht dann wieder auf diese Respektsache. Der Meister ist 100% auf dich bezogen und deshalb gibst du das auch zurück. Das ist ein Nehmen und ein Geben. Ja, super. Sehr schön erklärt. Ich lese jetzt mal einen Daily Reminder vor. Daily Fragrance of the Lotus Flower by Jiquang de Popsanim. 8077, 21. Juli 2014, Lotus Buddhist Monastery. Das höchste Glücksgefühl und die größte Wertschätzung im Leben erfährt man, wenn man dem Dharma in jungen Jahren begegnet. Dem Dharma früh zu begegnen, zu einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort, wird durch die Tugend möglich, die man in vielen vergangenen Leben aufgebaut hat. Diese jungen Menschen sind am Ort Buddhas und empfangen immer die Lehre unter dem Schutz von Buddha, dem Absoluten der Wahrheit, Dharma und Sangha, den drei Juwelen. In frühen Jahren eine solche Erziehung zu genießen, lässt den Geist sicher werden und frei von Ängsten. Man kann daher seine Vorhaben ohne Zweifel umsetzen und die gegebenen Aufgaben mit ganzem Herzen ausführen. Diese jungen Menschen werden Aufrichtigkeit und Loyalität beweisen und folglich leuchtende Vorbilder für andere sein, ob in der Schule, am Arbeitsplatz oder bei geschäftlichen Unternehmungen. Die Lehre Buddhas liegt immer jenseits von Gut und Schlecht, von Richtig und Falsch. Sie öffnet den Weg, um die Welt der Wahrheit zu betreten. Während sie in die Klarheit geführt werden, lösen sich das Denken der fühlenden Wesen und ihre Ungleichbehandlung und Unterscheidung allmählich auf. Sie werden korrekte Menschen, die die korrekten Funktionen der menschlichen Pflichten ausüben. Wir können allen dienen und auch wenn wir Karma machen, während wir am Leben sind, ist es das Karma der Güte, welches wir erschaffen. Solches Karma erschafft immer Tugend und hilft dabei, Schwierigkeiten und Armut zu beseitigen. Mit diesem Erfolg und dieser Zufriedenheit kann man wahren Wohlstand erreichen. Ein äußerst kostbares Leben ist einem sicher. Gleichzeitig werden Unreinheiten im Geist weggewaschen. Wir werden klarer und weiser und uns wird geholfen, selber Buddhas und Bodhisattvas zu werden. Doch diejenigen, die dem Dharma in jungen Jahren begegnen, es aber wieder weder für kostbar halten noch in die Praxis umsetzen, werden es unglücklicherweise schwierig finden, Klarheit zu erlangen.
Doch was auch immer geschieht, die Begegnung mit Buddha, Dharma und Sangha ist tatsächlich so wie Nahrung zu finden für einen Hungernden oder das Licht zu sehen für jene, die in der Dunkelheit leben. Eines Tages werden diese Leute und die in die Irre geführten Menschen aufwachen und Buddha, Dharma und Sangha wieder wertschätzen und mit ganzem Herzen praktizieren. Von einem geschichtlichen Standpunkt aus betrachtet ist es offenkundig, dass jene, die in jungen Jahren auf das Dharma aufmerksam werden, im Leben erfolgreich sein werden, ob im Beruf oder in irgendeiner anderen Position, die sie innehaben. Sie werden in der Gesellschaft wichtige Menschen oder sogar große Meister des Dharma, die von den Menschen um sie herum sehr gebraucht und in hohem Maße respektiert werden. Vielen Dank, der Popsanem. Thank you very much, der Popsanem. Ja, schönes Daily Reminder. Was fällt dir dazu ein? Ich denke, dass man, ich glaube, eine Sache, die mir dazu noch kommt, ist, dass, genau, also es ist klar, es ist ein Riesenglück, dass du, wenn du früh zum Dharma kommen kannst, wenn du diesen Input früh bekommst. Und es ist dann aber im Endeffekt auch immer noch eine Sache, was du daraus machst. Also eben auch wieder diese Eigenverantwortung. Wie gehe ich damit um? Was erlange ich da für mich? Wie ist meine Beziehung zum Dharma, zum Meister? Und ich denke, dass es, ja, ich denke, dass es wichtig ist zu sehen, also da steht ja jetzt auch drinnen zum Beispiel, dass man, wenn man den Dharma folgt, wenn man die Lehre gut umsetzt, dass man sehr erfolgreich sein wird, dass man ein gutes Leben wird führen können. Und das ist, glaube ich, sehr, das muss man auch nochmal in einem anderen Kontext bringen, weil es oft, es kann jetzt so wirken, okay, du, wenn du dem Dharma folgst, dann wirst du ein Superstar und dann ist das quasi garantiert und du wirst reich und was weiß ich. Das ist ja, ich würde das gerne nochmal mit dem anderen Teaching connecten, wo der Popsanem gesagt hat, dass man ja auch schon sehr reich ist, wenn du einfach ein Dach über den Kopf hast, einen Job hast, wenn du einfach so diese Basics hast und gute Beziehungen in deinem Leben hast, das ist eigentlich auch schon ein hoher Wohlstand. Das heißt, um ein erfülltes Leben zu leben, ist der Dharma essentiell. Also dass du über diese Lehren eigentlich erkennen kannst, auch was du schon hast in deinem Leben, wofür du dankbar sein kannst. Und natürlich ist es darüber hinaus schon auch möglich, dass es sein kann, dass du sehr viel mehr noch damit erreichst. Also die Ziele groß zu stecken ist wichtig. Also dass man für andere etwas erreicht im Leben, dass man etwas aufbaut, ob das jetzt ein Unternehmen ist oder ob man es nicht viele Leute zum Dharma bringt oder sich sonst auf eine andere Art und Weise für andere verwirklicht. Und was ist für dich der Kern des Buddhismus? Genau das, ne? Ja, eigentlich schon. Voll. Hey, den Weg, auf eine Art und Weise ist der Weg das Ziel. Das ist ja so ein Klischeespruch, aber das stimmt. Und das wirklich tiefgehend zu erlangen, das ist ja auch mit der Erleuchtung so, okay, natürlich geht es um Erleuchtung im Buddhismus. Aber wenn du jetzt irgendwie jeden Tag praktizierst und denkst, ja, jetzt werde ich erleuchtet und jetzt schaffe ich das sofort, dann bist du 100.000 Meilen weg von der Wahrheit. Also es geht einfach darum, den Weg zu gehen und das ist ein Ergebnis von dem irgendwann, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Ja, wie stellst du dir eigentlich Erleuchtung vor? Wow. Also,
Ich habe immer so das Bild, dass ich stell mir immer so das Universum vor, viel Space, super angenehm und relaxed. Aber ich glaube, das ist eine ziemlich romantische Vorstellung. Da gibt es ja auch, das hat die Pops in einer, das war eine Dharma-Speech, glaube ich, wo die Pops dann immer das erzählt hat, da war der Schüler und hat den Meister gefragt, okay, was ist Erleuchtung? Und dann hat der Meister gesagt, a lemon tree, weil da gerade ein Lemon Tree im Garten war. Genau. Oder 40 Yards Stoff, weil der gerade Stoff gemessen hat und es war jetzt irgendwie gerade 40 Yards. Oder Shit on a Stick, weil ja gerade entsprechende Situation dafür hatte. Also keiner, ja, ich denke mir einfach, okay, 100% im Jetzt sein, was das genau bedeutet oder wie das genau ist, das muss ich noch erlangen. Und wie gehst du mit der Pandemie um im Moment? Ja, ist schon anstrengend. Also will jetzt auch nicht irgendwie zu easy reden. Aber ja, also persönlich bin ich sehr dankbar, dass meine Familie gesund ist, dass alle ein Dach über den Kopf haben, dass die meisten von ihnen arbeiten können. Und da ist vielleicht liegt auch da so ein bisschen der Schlüssel drinnen. Ich denke, dass wenn immer man im Leiden ist, ist es wichtig zu sehen, also nicht zu sehen, was einem fehlt oder wo es weh tut, sondern eigentlich das umzudrehen und zu sehen, okay, was habe ich eigentlich? Wofür kann ich dankbar sein? Wofür kann ich Wertschätzung zeigen? Was kann ich vielleicht für andere tun in der Situation, weil es mich dann ja auch wieder aus dieser Opferrolle rausbringt, sondern wo ich dann einfach sagen kann, hey, ich tue was, ich gehe in eine positive Richtung. Aber klar, das ist jetzt, ist leicht gesagt, wenn du in einer besseren Situation bist, ist viel schwieriger, wenn das hart ist, klar. Aber ich denke, dass diese Prinzipien, und das ist ja auch, da geht es ja wiederum um Ausdauer und um Wertschätzung. Und das sind auch zwei Prinzipien, die sehr, sehr wichtig sind im Buddhismus. Ja, ja. Ich lese jetzt nochmal ein Daily Reminder vor. 6000, also Daily Fragrance of the Lotus Flower by Jigwang Lepopsenen, 6318, 26. September 2009, Lotus Buddhist Monastery. Wer immer jetzt eine Verbindung mit dieser Lehre und mit Buddha, was das Absolute, die Wahrheit bedeutet, Dharma und Sangha hat, hat über viele vergangene Leben die Lehren Buddhas gehört und gelernt. Deshalb fühlt es sich nicht fremd an, wenn man die Daily Sutras liest. Es kommt einem immer so vor, als habe man sie früher schon mal gehört. Man hat ein solches Gefühl. Auch wenn man Buddhas Lehren in vielen früheren Leben gehört hat, wenn man nicht aufrichtig praktiziert, wird man nicht in der Lage sein, die Erleuchtung zu erlangen in diesem Leben. Deshalb ist man gegenwärtig auch nicht klar. Wenn man die Erleuchtung in früheren Leben erlangte, kann man in diesem Leben Erleuchtung erlangen und Leben nach Leben. Natürlich hängt es von dem individuellen Karma einer jeden Person ab. Einige erlangen die Erleuchtung früh im Leben und andere später. Auch wenn man die Erleuchtung im letzten Leben nicht erlangt hat, wenn man von ganzem Herzen praktiziert in diesem Leben, kann man in diesem Leben die Erleuchtung erlangen und Leben nach Leben. Wenn man erleuchtet war in einem früheren Leben und in diesem Leben eine Verbindung mit Buddha, Dharma und Sangha knüpfte, kann man auch in diesem Leben die Erleuchtung erlangen. Auch wenn eine Person im letzten Leben erleuchtet war, könnte sie in diesem Leben in jungen Jahren erleuchtet werden oder später im Leben, entsprechend ihres Karmas. Manchmal kann es vorkommen, dass man für viele Leben nicht in der Lage ist, die Erleuchtung zu erlangen. All dies ist auf das Karma der Person zurückzuführen. Aber ungeachtet davon, ob man die Erleuchtung erlangt oder nicht, knüpft man eine Verbindung mit Buddha, Dharma und Sangha und hört erneut Buddhas Lehren zu. Deshalb, wenn man diese Art von einfachen Lehren liest, fühlt es sich immer vertraut an.
Das Wichtigste ist, dass die Person, die erleuchtet war, das negative Karma, welches sie erschuf, eliminieren muss. Dies ist der Grund, weshalb es viele Gelöbnisse und Lehren darüber gibt, keine negativen Dinge zu tun oder negatives Karma zu schaffen, sodass man viel Tugend erschaffen kann. Die Tugend, die man sammelt, wird einem helfen, die eigene Unwissenheit zu eliminieren, sodass man die Erleuchtung wieder erlangen kann. Mit dieser Klarheit wird man in der Lage sein, allen fühlenden Wesen zu helfen. Wer immer diese Lehre liest, hat eine großartige Verbindungsbeziehung zu Buddha, Dharma und Sangha, was bedeutet, dass man entweder in diesem Leben oder in vielen früheren Leben die Erleuchtung erlangt hat oder die Erleuchtung in der Zukunft erlangen wird. Es bedeutet auch, dass Sie alle, die diese Lehre lesen, eigentlich selber Buddhas sind. Wann immer Sie einen anderen Praktizierenden treffen, sollten Sie Hapchang machen, genau wie wenn Sie Buddha grüßen würden. Vielen Dank, De Popsonen. Thank you very much, De Popsonen. Thank you very much, Popsonen. Ja. Ja. Yeah. Da fällt mir ein, irgendwie so diese, was ja auch, was man bei uns ja auch sagt, dass der erste Moment, wo ein neuer Praktizierender oder auch wenn das nur jemand ist, der das erste Mal in ein Dharmasaal geht und Hapchang macht vor Buddha und sich verbeugt, dass das eigentlich schon quasi die Konsequenz hat, dass der irgendwann einmal erleuchtet werden wird. Weil in dem Moment die Verbindungsbeziehung zu Buddha, Dharma, Sangha geschaffen ist und das dann eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, ob's, dass es klappt. Ja, ich glaube auch, dass das so ist, wenn jemand einen Praktizierenden trifft und mit dem spricht, also zum Beispiel ein Postbote, der jetzt zum Dharmasaal kommt oder so, ne, dass der auch schon die Verbindungsbeziehung hat. Das stimmt, klar. Alle Connections spielen da natürlich eine sehr wichtige Rolle. Jeder, der da irgendwie im Umfeld ist. Ja, was es wenn, ist irgendwie. Ja. Nee, oder sprich. Was mir noch so gekommen ist bei dem Teaching oder was mir auch generell für mich sehr viel Sinn gemacht hat, als ich angefangen habe zu praktizieren, ist dieses Konzept davon, dass wir als Buddhisten ja an Wiedergeburt glauben und dass das bedeutet, dass wir halt im Endeffekt, wir bestehen weiter nach dem Tod, wir kommen wieder und wir gehen wieder. Und das ist ein endloser Kreislauf. Und in diesem Kontext macht das Jetzt, gibt das dem Jetzt eine andere Bedeutung. Weil du hast dann eigentlich nie den Drang, ob es jetzt ist, die Erleuchtung zu erlangen oder irgendwie, weiß nicht, erfolgreich zu werden oder sonst irgendetwas zu erreichen. Du hast so viel Zeit und es geht eigentlich darum, quasi das Jetzt zu leben und das Jetzt ins Jetzt zu gehen und dort eigentlich das Glück und alles zu finden. Es ist alles schon da. Wir sind eigentlich alle schon Buddhas. Wir haben das Potenzial in uns und es ist, wie der Popsam das ja auch beschreibt, es ist oft nur wie ein Blatt Papier vor unseren Augen, das uns davon trennt. Und das finde ich so eine schöne Sache, weil das Potenzial in jedem Menschen darstellt und uns alle miteinander verbindet. Und da auch diese Perspektive über andere Leben hinaus. Oft ist man ja so eingefangen, oder war ich früher auf jeden Fall, dass du, wenn du an ein Leben denkst du, ich muss das unbedingt, wenn ich das nicht schaffe oder wenn ich das, ich muss jetzt, weiß nicht, alles Mögliche erleben und erreichen, weil ich habe nur diese Zeit. Und das entstresst das Ganze irgendwie ziemlich, wenn man so die Perspektive hat, nein, es geht weiter und es geht eigentlich und es ist ein viel weiterer Horizont als nur dieses eine Leben. Das stimmt, das ist ein guter Gedanke, ne? Beruhigend auch irgendwo. Ja, voll. Es entstresst. was wünschst du dir für die Welt?
für diesen Planeten, die Welt. Ja, also vor allem Frieden. Frieden und Balance und Einklang. Das sind natürlich Dinge, die erstmal sehr abstrakt sind, irgendwie, wo man sich denkt, wenn man so in die Welt schaut, ob wir da je hinkommen. Aber ich denke, das ist ja auch, oder das ist eine wichtige Rolle des Buddhismus, dass wir ein Teil dessen, eine Bewegung sind, die das propagiert. Also das ist ja auch im Endeffekt die Mission unserer Sangha, dass Menschen gut leben können, dass Menschen glücklich sind und dass man mit diesem auch dem Wohlstand, der sich daraus entwickelt, etwas für den Weltfrieden tun kann. Und das können auch ganz kleine Sachen sein. Das kann sein, dass man einfach in einer Situation jemanden nicht anfahrt, der dann vielleicht den restlichen Tag schlecht aufgelegt ist und dann wiederum den nächsten negativ gegenübertritt oder so. Es kann sein, dass wir einfach innerhalb der Familie harmonisch miteinander umgehen und dadurch, dass wir eine harmonische Familie sind, wiederum mehr Harmonie entstehen kann mit den Verbindungsbeziehungen, die daraus sich entfalten. Das heißt, ja, ich denke, ich würde mir für die Welt wünschen, dass mehr Menschen, ob sie jetzt Buddhisten sind oder nicht, dass sie einfach diese Grundregeln befolgen. Also wenn man es jetzt zum Beispiel hernimmt, unsere ersten fünf Gelöbnisse, wenn jeder das machen würde, hätten wir Weltfrieden. Also nicht zu töten, nicht zu lügen, nicht zu stehlen, keinen Ehebruch zu begehen und keine Substanzen zu sich zu nehmen, um sich zu berauschen. Wenn jeder das machen würde, also ja, das wär doch sehr nett ja, auf der Welt. Ja, und jeder sollte es vor allen Dingen auch wissen, ne, dass das Konsequenzen hat einfach. Ne? Ja, also klar. Das eigene Handeln, ne, oder das fängt ja auch schon in den Gedanken an, dass das Konsequenzen hat einfach. Ne? Und wenn das jeder wüsste, dann hätten wir auch vielleicht, und jeder dann danach handeln würde, dann hätten wir schnell Weltfrieden. Ne? Genau. Hey, es kann so lang dauern, es können aber auch eigentlich so schnell und so einfach sein, ja, weil die Prinzipien dahinter eigentlich sehr simpel sind und ja auch in vielen Weltanschauungen eigentlich schon verankert sind. Ne? Ja, total, ja. Ja, weil letztendlich die Wahrheit natürlich immer die gleiche ist, ne? Die taucht ja in allen Religionen und einfach auf, ne? Also, ja, weil es einfach universelle Gesetze sind auch, würde ich mal sagen. Ja, absolut. Ne, so wie hier ein friedliches Miteinander möglich ist. Ne? Ja. Hast du Ziele oder Projekte für die nächste Zeit geplant? Wenn ja, welche, kurzfristig oder langfristig? Also kurzfristig auf jeden Fall. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir das Young Sangha Retreat machen können in Griechenland, wenn auch einfach generell Retreats wieder in Person stattfinden können. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Langfristig habe ich jetzt nicht wirklich so konkrete Ziele. Es ist eher so Dinge, die ich gern verfolgen möchte, würde ich sagen. Also wo, klar, es wäre natürlich cool, wenn man irgendwann in Griechenland auch eine Sangha aufbauen kann, wenn es dort lokale Griechen gibt, die praktizieren. Das wäre natürlich eine sehr schöne Sache, wenn mehr junge Leute noch zur Praxis kommen oder einfach generell mehr Leute praktizieren, wenn ich Teil davon sein kann, das zu bewegen. Ja, das sind eigentlich so, sage ich mal, wenn ich an die langfristige Perspektive denke, die Dinge, die mir da einfallen. Ja, schön. Und hast du noch einen speziellen Tipp? Du hast ja schon einige gesagt, dann noch einen speziellen Tipp für die Hörer. Ist ja schon eine Menge gesagt, aber... Das stimmt. Naja, also ich kann nur sagen, wenn man Buddhismus ausprobieren möchte, dann
ich kann, das sagen wir auch jedem, der ins Zentrum kommt zu uns, probiert es einfach mal aus. Nehmt euch einen Zeitraum, vielleicht einen Monat oder so, wo ihr euch das einfach anschaut, macht die Praktiken wirklich, vielleicht auch, und wenn es nur ist, dass ich Mantra zähle in der U-Bahn, also das ist, Mantra zählen ist, wir haben drei Sätze, die wir immer wieder sagen und die wir mit so einer Mala zählen wir die. Am Anfang zählt man 1000 Stück davon pro Tag. Das reicht eigentlich schon sehr viel. Wenn man das zum Beispiel jeden Tag machen würde, einen Monat lang, dann kann man schon merken, ob die Praxis was bringt oder nicht. Und darüber hinaus, Buddhismus ist oder die Praxis ist gebunden daran, dass man sie macht. Und nur dort kann man auch die Wahrheit finden. Mhm. Sehr schön. Hat ein bisschen was mit Disziplin auch zu tun. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, super. Aber das Resultat ist ja dann immer sehr schön. Wenn man sehen kann, was das in dem eigenen Leben bewirkt. Ne? Absolut, ja. Ja, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du im Podcast warst oder jetzt bist noch. Und war sehr schön. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Dinja. War mir auch eine große Freude. Ja, ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg bei deinen Vorhaben. Super, danke, danke. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, dass du dir diese Episode angehört hast. Ich hoffe, dass du wertvolle Erkenntnisse gewinnen konntest und dir das Gespräch genauso viel Freude wie mir gemacht hat. Wenn du möchtest, hören wir uns nächste Woche ab Dienstag wieder. Du kannst mir auch gerne schreiben, wie dir diese Folge gefallen hat und was du realisieren konntest. Du findest alle Kontakte in den Shownotes unter der Folge. Also alles Liebe und alles Gute, bis zur nächsten Woche, hab Chang. Deine GackDoc.